Hallo, hier ist der Jojo von Selected Lights, heute mit der Vorstellung eines ganz interessanten Teils. Ist nicht dieses Teil. Dieses Teil hier ist aus Edelstahl und das habe ich vor knapp 30 Jahren als ganz junger Ingenieur mit meinem Kumpel Klaus konstruiert. Stimmt nicht ganz, habe ich ein bisschen abgekupfert, ich hatte irgendwo ein Foto gesehen. Also abgekupfert. Und das Teil habe ich seit 30 Jahren hier zu Hause. Ich habe mir hier was drunter geklebt, weil das damit auf Holztischen oder so, damit es da keine Kratzer gibt. Ach so, hier hinten stehen die neuen, die mache ich doch mal beiseite. Die neuen Titanlampen von Olight. Die Olight S Mini heißt die, falls da jemand Interesse hat. So, und vor kurzem dachte ich, Mensch, das ist so ein geiles Teil. Das könnte man doch auch aus Titan machen. Und ich habe mich aber nicht so richtig getraut. Das ist also erst in erster Linie ein Flaschenöffner. Ich sage euch auch, vielleicht jetzt schon noch gleich am Anfang, um euch neugierig zu machen und dass ihr bis zum Schluss das Video guckt. Dieses Teil ist verstellbar. Das Teil ist mehrfach verstellbar. Das Teil ist auf Stufen verstellbar. Und das Teil ist stufenlos verstellbar. Aber das zeige ich euch ganz zum Schluss. Also, das Teil hätte ich nie hergegeben. Und wenn mir einer 100 oder 200 € gegeben hätte, ich hätte es nie hergegeben. Weil es war immer bei uns, entweder in der Küche oder im Wohnzimmer. Ich trinke jetzt gar nicht so viel Bier, aber es ist ja hauptsächlich ein Flaschenöffner. Und da ich mich nicht getraut habe, dieses Teil in Eigenregie zu vermarkten, habe ich meinen Kumpel Rainer Wenning gefragt: Mensch, könntest du dir vorstellen, wir machen zusammen das Teil aus Titan? Und siehe da, hier ist es. Der hat sich daran beteiligt, weil er hat seine Kundschaft. Der Dr. T. Feine Sachen aus Titan. Es ist ein absoluter Handschmeichler. Du kannst damit hervorragend Flaschen öffnen. Das geht wirklich gut. Ich verlinke nochmal das Video vom Rainer. Das brauche ich jetzt hier gar nicht mehr zu zeigen. Du kannst ihn als Temper benutzen, um deinen Espresso von deiner Einhebelmaschine in dem Siebträger festzustampfen. Man muss umsetzen, weil er einen anderen Durchmesser hat. Er hat nicht den richtigen Durchmesser dafür. Die meisten oder die ich habe, sind ohne Logo. Ich bin noch am Überlegen, ob man da individuelle Logos oder individuelle Namen hier eingravieren kann für den Käufer. Also wenn ihr euch so ein Teil kauft, das ist nicht billig. Das ist absolut nicht billig. Aber ihr werdet mit Sicherheit ein Leben lang Freude an dem Teil haben. Das ist so. Das Teil würdet ihr nicht mehr weggeben. Und werdet ein Leben lang Freude daran haben. Wie gesagt, ein absoluter Handschmeichler. Ich halte ihn jetzt noch mal hier so in die Kamera. Hier auf der Seite, ich habe jetzt halt nur welche mit dem Logo, aber ich habe auch welche ganz ohne Logo. Natürlich, wenn er die immer auf den Tisch dann hin und her schiebt, heute hatte ich den ganzen Tag dabei, dann gibt es natürlich auch unten so ein bisschen Abdrücke. Da könnte man sich vielleicht eine durchsichtige Folie mal draufkleben, wäre eine Möglichkeit. Aber es ist ein absolutes Sahneteil. Und lasst euch mal überraschen, wie das ist mit dieser Verstellbarkeit von diesem Superteil. Übrigens, der Name ist T-Bob. TI für Titan, BO für Bottle Opener, für Bottle und O. Für Opener gesprochen haben wir es aber, weil das geht schlecht anders. T-Bob. Also ein ganz Sahneteil hier für Weihnachten, ein tolles Geschenk für sich selbst. Das ist immer fast für jemanden, der schon alles hat. Das ist einfach so. Und ihr bekommt damit 284 Gramm Titan, reines Titan, Grade 5. Hat übrigens so 40 mm Durchmesser.
Lassen sich auch gut hier so Lampen präsentieren drauf, sehe ich gerade. Okay, und dann im Anhang oder im Weitergang zeige ich euch mal die Möglichkeiten der Verstellbarkeit. So, jetzt zeige ich euch mal, wie der verstellbar ist. Ich habe ja gesagt, mehrfach verstellbar. Kann hier hinstellen, kann ja auch da hinstellen. Kann den da hinstellen, also verstellbar und mehrfach verstellbar. Und jetzt seht ihr gleich noch die anderen Möglichkeiten. So, und jetzt zeige ich, wie ihr auf Stufen verstellbar ist. Auf die Stufe oder auf andere Stufen. Kein Problem. Es geht natürlich auch stufenlos, dann allerdings in einem Fahrstuhl oder auf der Rolltreppe.